RFH zeigt, was den Harz bewegt. RFH. Einfach näher dran. Heute bei RFH. Feierliche Freisprechung. Jungfacharbeiter starten in ihren neuen Lebensabschnitt. Duell auf dem Eis. Harzer Blitzergruppe gegen die Halberstadt Patriots. Spendengelder für Jugendcamp. Landespolizeiorchester spielte für einen guten Zweck. Kia zeigt Emotionen beim Stinger. Mit 370 PS unter 5 Sekunden auf 100 km/h. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Spendengelder für Jugendcamp. Landespolizeiorchester spielte für einen guten Zweck. In der Vorweihnachtszeit spielte das Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt vor vielen begeisterten Besuchern im Harzer Kultur- und Kongresszentrum in Wernigerode. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Amt für Schule, Kultur und Sport. Der Saal wurde kostenlos zur Verfügung gestellt und die Einnahmen dem Gemeindejugendwerk Niedersachsen-Ostwestfalen-Sachsen-Anhalt, GJW, NOS, gespendet. Zuallererst bedanken wir uns natürlich für die Initiatoren dieses wunderschönen Konzertes. Es war natürlich einerseits das Landespolizeiorchester. Wir danken den Unterstützern des HKKs zur Verfügungstellung des Raumes. Ich denke, ohne das wunderbare Landespolizeiorchester wäre auch dieser wunderbare Spendenerfolg von über 1.000 Euro gar nicht möglich gewesen. Das ist erstmal vorneweg. Und ich denke, hat einen gewissen Charme, das habe ich ja auch schon beim Konzert selber gesagt, dass ausgerechnet das Landespolizeiorchester gemeinsam mit Herrn Heinrich sich für die Strafgefangenenhilfe an der Stelle einsetzt und jungen Menschen hilft, natürlich ein Stück weit in einer Ausnahmesituation Zukunft zu gestalten. Das finden wir sehr schön. Und ich denke, in der Vorweihnachtszeit hat das wunderbar in das Programm unserer Stadt gepasst. Und der Spendenerfolg von über 1.000 Euro zeigt ja, dass es angekommen ist. Natürlich ist das der Nettowert, weil ein Teil der Karten wurden ja vertrieben über ein elektronisches Buchungssystem und da sind Vorverkaufsgebühren fällig von einem Prozentsatz. Und dieser Prozentsatz führt natürlich dazu, dass ein kleiner Betrag auch im Buchungssystem als Gebühren hängen geblieben ist. Und das ist hier der Nettowert. So sind 21 Cent am Ende zustande gekommen, diese etwas unrunde Summe, die man sich aber auch gut merken kann. Andreas Heinrich, der sich im Rahmen des Gemeindejugendwerkes für Indianercamps für Kinder von Inhaftierten einsetzt, nimmt den Scheck entgegen. Ja, in Sachsen-Anhalt sind im Durchschnitt ungefähr 1.800 Strafgefangene in Gefängnissen. Und davon sind auch viele Väter und Mütter durchaus dabei. Und damit sind Kinder betroffen. Und diese Kinder sind natürlich in besonderer Weise Kinder, die umsorgt werden müssen, um die man sich kümmern muss. Und das versucht die Indianerarbeit, die es im Gemeindejugendwerk des NOS gibt. Und wir versuchen also einmal im Jahr für 7 Tage ein Indianercamp zu machen. Wir machen das hier im Selketal im Harz und haben dann etwa 20 bis 25 Kinder und ähnlich viele Betreuer, die das alle ehrenamtlich machen. Und wir versuchen den Kindern einfach zu zeigen, dass sie was können, dass sie wer sind, dass ihr Selbstbewusstsein was wert ist und dass sie sich wohlfühlen für diese eine Woche. Und dann versuchen wir im Jahr auch Kontakt zu ihnen zu halten. Polizeidirektor Marco Zeuner und Revierleiterin Anja Hempel freuen sich, dass über 1.100 Euro für ein Indianercamp zur Verfügung gestellt und so ein tolles Kinderprojekt unterstützt werden kann. Also wir freuen uns als Polizei erstmal, dass wir gemeinnützige Vereine unterstützen dürfen. Und das Landesmusikorchester ist im ganzen Land unterwegs. Und ich glaube, gerade um die Weihnachtszeit ist das immer ein sehr angenehmes Konzert. Und dann, die Leute kommen alle, freuen sich, haben ein schönes Konzert und haben noch eine gute Spende geleistet für irgendeinen Verein. Unterstützen wir gerne. Das machen wir auch in diesem Jahr wieder gerne, auch in Wernigerode. Das kann ich mal versprechen. Die Konzerte des Landespolizeiorchesters sind schon zur Tradition geworden. Und die Einnahmen kommen regelmäßig Hilfsorganisationen und Vereinen, die sich für das Gemeinwohl engagieren, zugute. Neues aus der Harzregion. Jetzt bei RFH. Stadt Halberstadt beteiligt sich am Tag der Archive. Auf Initiative Deutsche Archivare findet seit dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs alle 2 Jahre der bundesweite Tag der Archive statt. Auch Halberstadt beteiligt sich wieder daran. Die breite Öffentlichkeit soll so auf die Bedeutung und die vielfältigen Aufgaben zum Schutz des Kulturgutes aufmerksam gemacht werden.
Am Samstag, den 3. März von 10 bis 16 Uhr sind alle Interessierten dazu eingeladen. Es werden Archivalien aus verschiedenen Beständen gezeigt und ein kleiner Einblick in die Magazinräume ermöglicht. Außerdem wird eine Diashow mit Fotos von Halberstadt gezeigt. NVRM und Stadt Thale besiegeln langfristige Zusammenarbeit. NVRM und die Stadt Thale haben jetzt einen neuen Stromkonzessionsvertrag abgeschlossen. Der tritt am 1. September 2018 in Kraft und gilt für eine Dauer von 20 Jahren. Er gilt für das Gebiet der Kernstadt Thale und in diesem Rahmen genehmigt die Stadt dem Energiedienstleister die Nutzung ihrer öffentlichen Wege und Straßen, um Stromleitungen zu verlegen und zu betreiben. Als Gegenleistung erhält die Stadt jährlich eine Konzessionsabgabe. Bisher waren das jährlich etwa 400.000 Euro. In Thale versorgt NVRM insgesamt eine Fläche von ca. 38 Quadratkilometern mit Strom und betreibt in diesem Gebiet ein Netz aus Stromleitungen mit einer Gesamtlänge von mehr als 145 Kilometern. In dieser Kooperation wird sich NVRM sowie auch in den vergangenen Jahren weiterhin sozial und als Sponsor in der Stadt engagieren. Blankenburg fiebert mit Tatjana Hüfner. In wenigen Tagen wird das olympische Feuer in Pyeongchang entfacht. Gemeinsam wollen wieder die Blankenburger der Weltklasse-Rodlerin Tatjana Hüfner in ihrer Heimatstadt die Daumen drücken. Der Rodelclub Blankenburg und Bürgermeister Heiko Breithaupt laden alle Sportbegeisterten am Dienstag, den 13. Februar ab 11.30 Uhr in die Fitness- und Gesundheitsakademie Erembar-Langs zur Übertragung der beiden Finalläufe ein. Es ist eine unwahrscheinliche Leistung von Rennrodlerin Tatjana, die sich nun zum vierten Mal für Olympische Spiele qualifiziert hat und für den RC Blankenburg an den Start geht. Einen kompletten Medaillensatz hat sie bereits in der Vergangenheit gewonnen. Wernigeröder Rathaus gehört zu den Top 100. Die Deutsche Zentrale für Tourismus hat im Januar die Platzierungsergebnisse der Top 100 Sehenswürdigkeiten Deutschlands 2017 bekannt gegeben. 32.000 Reisende aus 60 Ländern haben ihre Top-Sehenswürdigkeiten in Deutschland gewählt. Das Rathaus Wernigerode kam auf Platz 77. 1277 wurde das Spelhus und heutige Rathaus der Stadt erstmalig erwähnt. Es diente als gräfliche Gerichtsstätte, aber auch mittelalterlichen Vergnügungen. 1427 wurde es als gräfliche Schenkung der städtischen Bürgerschaft übergeben und war anfangs noch ein Spielhaus. Da 1528 ein Brand das ehemalige, in der Nähe befindliche Rathaus zerstörte, baute Thomas Hilleborch das Spelhus zum Rathaus um. Zwischen 1494 und 98 entstanden die zwei Fachwerk-Erkertürme, die bis heute maßgeblich das Rathausbild mitbestimmen, sowie die geschnitzten Knaggenfiguren an den Balkenköpfen. Auf der Ostseite wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ein Fachwerkhaus im Originalstil von 1698 angebaut und beherbergt heute die Tourismusinformation. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Am Mittwoch bleiben die Werte weiterhin unter dem Gefrierpunkt, aber dafür dürfen wir uns auf jede Menge Sonnenschein freuen. Von morgens bis abends ist nicht eine Wolke am Himmel zu sehen und die Temperaturen liegen bei minus 7 bis minus 2 Grad. Über Nacht bleibt es klar und es kühlt sich weiter ab auf minus 9 Grad. Am Donnerstag erwartet uns ebenfalls ein komplett wolkenloser Tag bei Höchstwerten von minus 2 Grad. Der Wahnsinn! Das RFH und Weltbild-Gewinnspiel mit einem sensationellen Preis zum Valentinstag. Wir und die Weltbild-Filiale Halberstadt verlosen einen einzigartigen Partneranhänger mit Ketten und dazu die CD Kuschelrock 31 in der Gold Edition für Verliebte.
Schreibt uns per E-Mail mit eurer Anschrift an gewinnspiel@rfh-tv.de, warum ihr eure Herzdame oder euren Herzbuben mit diesem tollen Geschenk überraschen wollt. Ach ja, Weltbild legt ja noch was drauf, nämlich eine Jukebox-Stereoanlage im Wert von 119 Euro. Also bis zum 8. Februar mitmachen für das Gesamtpaket im Wert von rund 160 Euro. Das Los entscheidet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Disse, Ihr Fachhändler in Halberstadt mit vielfältigen Leistungen und umfangreichen Angeboten. Zum Beispiel Spezialschuhe für Diabetiker mit individuell adaptierter Fußbettung aus der eigenen Werkstatt. Wir haben auch das passende Elektromobil für Sie. Lassen Sie sich kompetent beraten und betreuen, damit Sie auch weiterhin aktiv am Leben teilhaben können. Ihr Disse, Sanitätshaus und Orthopädietechnik in Halberstadt und Oschersleben. Winterspaß ganz ohne Schnee. Die Halberstädter Eiszeit hat begonnen. Aufgewacht aus dem Winterschlaf und rein in das Vergnügen. Kommt und nutzt eure Chance bis zum 11. Februar. Oh, nichts wie hin. 1,5 Stunden auf der Bahn kosten nur 4 Euro. Und das Ausleihen der Schlittschuhe 3 Euro. Auch Anfänger brauchen keine Angst haben, einen Lauflernpinguin kann man sich für nur 1 Euro ebenfalls ausleihen. 17 Tage lang ist die Eisbahn vor den Halberstädter Rathauspassagen geöffnet. Sonntag bis Donnerstag bis 20 Uhr. Und Freitag bis Samstag bis 22 Uhr. Weitere Infos finden Sie unter www.halberstädter-domweihnachten.de/halberstädter-eiszeit. AOK-Versicherte haben es besser und zahlen auch 2018 nur 14,9%. Die AOK bleibt die günstigste Krankenkasse Sachsen-Anhalts. Noch nicht AOK-versichert? Dann schnell wechseln und früher sparen. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie unter www.besserhaben.de. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le Car, le Caractère. Citroën. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yippie! Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo GameStars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen.
Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sb-blankenburg.de. Jetzt noch größer, noch schöner, noch besser. Monsator in Wernigerode, Ihr Spezialist für Küchen- und Haushaltsgeräte in der Minzlebener Straße. Profitieren Sie von kompetenter Beratung, Verkauf und Küchenmontage aus einer Hand. Entdecken Sie außerdem die Hausgerätevielfalt bei Monsator. Mit aktuellen Geräten von Miele, Siemens, Bosch, Gaggenau, AEG und vielen weiteren Herstellern. Nutzen Sie auch den professionellen Haushaltsgeräte-Reparaturservice für Waschmaschine, Kaffeevollautomat und Co. Monsator, Ihr Hausgeräte- und Küchenspezialist in Wernigerode, Minzlebener Straße 43. Feierliche Freisprechung. Jungfacharbeiter starten in ihren neuen Lebensabschnitt. Es sollte auch diesmal wieder ein besonderer Moment werden und darum organisiert das Teutloff Bildungszentrum Wernigerode alljährlich die Freisprechung in diesem Rahmen. Im Rathaus Wernigerode konnten Ende Januar insgesamt 52 Lehrlinge und 5 Umschüler der Ausbildungsverbünde Metall, Elektrotechnik und Mechatronik des Harzkreises freigesprochen werden. Dazu begrüßte der Geschäftsführer des Teutloff Bildungszentrums Wernigerode, Stefan Schmidt, die Jungfacharbeiter und viele Gäste im Saal. Natürlich gab es einige Grußworte, verbunden mit Glückwünschen zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss, unter anderem von Ralf Grimpe von der IHK in Vertretung für den Oberbürgermeister, der auch das Modell des Ausbildungsverbundes lobte und sich dies auch für andere Branchen wünschte. Aber auch der Landrat hatte diesen Termin in seinen Kalender eingetaktet, um den neuen Fachkräften zu gratulieren, denn Sie sind die Zukunft hier im Landkreis Harz und darüber hinaus eine Generation, die ausgebildet worden ist, um ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, um ihren Platz zu finden auf dem Arbeitsmarkt, in der Wertschöpfung unserer mittelständischen Wirtschaft, die wir eben für die Zukunft brauchen. Denn es ist nicht selbstverständlich, wirtschaftlicher Fortschritt vollzieht sich nicht einfach so, sondern er ist immer an Menschen gebunden, an Unternehmen gebunden, an Unternehmer, aber eben auch an viele, viele, gerade junge Leute, die mit einer gesunden Einstellung, mit einer guten Ausbildung und mit doch einem zu Recht bestehenden Selbstbewusstsein ihren Platz finden und damit ein Stück weit auch Verantwortung übernehmen dafür, dass es in unserem Landkreis weiter vorangeht. Und es ist kein Geheimnis, diese Veranstaltungen zeigen auch, dass wir durchaus ein demografisches Problem haben. Umso wichtiger und wertvoller ist natürlich jeder Einzelne, umso wichtiger und wertvoller ist auch jeder, der einen Arbeitsplatz nach einer entsprechenden Ausbildung auch einnehmen kann. Nicht nur durch die Blume, sondern ziemlich direkt klang von den Mitgliedern der Prüfungskommissionen an, dass sich leider das Niveau auf Mittelmaß einpegele und bis auf wenige Ausnahmen kaum herausstechende Ergebnisse erzielt werden. Vielfach fehle Basiswissen aus der Schulzeit und dessen gezielte Anwendung dann in der Ausbildung und Praxis. Einen Appell, dass sich daran was ändern muss, richtete so auch Ingo Wenzel vom Teutloff Bildungszentrum an die Jugend selbst, aber auch an Schule und Bildungspolitik. Die Prüfer der jeweiligen Fachrichtungen erörterten dann noch einmal ein paar Details zu den Prüfungsinhalten, Abläufen und Ergebnissen und überreichten dann den Jugendlichen ihre Abschlusszeugnisse gemeinsam mit den Vertretern der Ausbildungsbetriebe. Wie zum Beispiel Nemak Wernigerode, ThyssenKrupp Presta und Valve Train in Ilsenburg oder Schokotec Wernigerode, aber auch weitere Unternehmen bis hin aus dem Salzlandkreis. Insgesamt konnten hier also 52 Azubis und 5 Umschüler ihre Lehrzeit abschließen und ins Berufsleben starten.
Sie werden zukünftig als Werkzeugindustrie- oder Zerspannungsmechaniker bzw. als Werkzeugmechaniker oder Gießereimechaniker hoffentlich auch in Zukunft in den regionalen Unternehmen eine Perspektive finden. Denn der Fachkräftebedarf ist hier ja ein allgegenwärtiges Thema. Kia zeigt Emotionen beim Stinger mit 370 PS unter 5 Sekunden auf 100 km/h. Der südkoreanische Autohersteller Kia hat sich in Deutschland vor allem mit preisgünstigen Kompaktwagen einen guten Namen gemacht, die aber eher weniger dafür bekannt sind, Emotionsausbrüche zu verursachen. Doch es geht auch anders, wie der neue Stinger zeigt. Eine fünftürige Schräghecklimousine, die für ordentlichen Wirbel sorgt und die Konkurrenz das Fürchten nähren soll. Und dabei hilft der Topmotor, der in unserem Testwagen verbaut ist, ein 3,3 Liter Twin-Turbo-Benziner mit Direkteinspritzung und satten 370 PS. Dank 8-Gang-Automatik und Allradantrieb geht es in unter 5 Sekunden auf 100. So flott war bei uns noch kein Kia unterwegs. Und so schick auch nicht. Das typische Kia-Haifischmaul wurde in die Breite gezogen, darunter ein mächtiger Lufteinlass, der einen förmlich einzusaugen droht. Aber keine Angst, an der Seite geht es eleganter zu. Die klassische Gran Turismo-Linie führt uns zum ebenso gelungenen Heck. Die vier dicken Endrohre schauen nicht nur schick aus, sie sorgen auch für ordentlich Musik. Seine sportliche Fahrwerksabstimmung und die gute Gewichtsverteilung kommen dem Kia Stinger auch beim ADAC-Ausweichtest zugute. Trotz der großen 19 Zoll Räder fährt sich der Kia Stinger dank einer Dämpferregelung relativ komfortabel, ohne dabei schwammig oder irgendwie indifferent zu wirken. Da ist den Ingenieuren von Kia wirklich ein großer Wurf gelungen. Auch Getriebe und Motor harmonieren perfekt. Die Leistungsentfaltung des Sechszylinders ist schlichtweg hervorragend. Dafür kann die Ökobilanz nicht überzeugen. Auf dem ADAC-Prüfstand haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 10,4 Liter Super pro 100 Kilometer gemessen. Damit verbunden ist eine CO2-Bilanz von 278 Gramm pro Kilometer. Die ansonsten sauberen Abgase enthalten zu viele Partikel. Das gibt weitere Punktabzüge. Das ernüchternde Fazit: Am Ende muss sich der Stinger V6 mit gerade mal einem von 5 Sternen im ADAC-Ecotest begnügen. Viel Leder, Klavierlack und Aluminium. Der Kia Stinger geizt nicht mit seinen Reizen. Optisch findet man vielerlei Anlehnungen an deutsche Premium-Hersteller. Dennoch schafft die Schräghecklimousine einen selbstsicheren, eigenständigen Auftritt. Die Platzverhältnisse sind sowohl vorne als auch im Fond großzügig. Allerdings wird es für die Köpfe hinten etwas knapper. Der Kofferraum schluckt mit seinen 335 bis 665 Litern auch das Gepäck für eine kleine Urlaubsreise. Die Rundumsicht verlangt allerdings nach den serienmäßigen Kameras und Parksensoren rund ums Auto. Geben Sie es zu, so ein Auto hätten Sie von Kia nicht erwartet. Ich übrigens auch nicht. Die Koreaner haben viel Mut bewiesen und ein Auto auf die Räder gestellt, das auch verwöhnte Premium-Kunden in Staunen versetzt. Gute Verarbeitung, ein kraftvoller Motor und nicht zuletzt ein hervorragendes Design sprechen eigentlich für sich. Mit rund 55.000 Euro ist der Basispreis unseres Testwagens im Vergleich zur Konkurrenz absolut okay. Der innovative Start ins Frühjahr. Die Messe, die zeigt, was geht, feiert Jubiläum. Besuchen Sie vom 23. bis 25. Februar die 15. Hausbau- und Energiemesse an und in der Ilsenburger Harzlandhalle. Bei diesem innovativen Treffpunkt präsentieren sich über 100 Aussteller mit ihren Neuheiten. Haus und Grund, die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt sowie weitere Organisationen beraten wieder mit Fachkompetenz. Informieren Sie sich persönlich über Bauen, Umbauen, Renovieren, Sicherheit, Energieeinsparung und den Werterhalt Ihrer Immobilie. Modernste Haustechnik und Lifestyle bieten auch für junge Familien ein lohnendes Ziel. Da komme ich auch mit. Kommen Sie mit der ganzen Familie vom 23. bis 25. Februar
jeweils von 10 bis 18 Uhr nach Ilsenburg. Kostenlose Parkplätze stehen für Sie zur Verfügung. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV-Teletext ab Seite 301. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH, Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Duell auf dem Eis. Harzer Blitzergruppe gegen die Halberstadt Patriots. Bei der zweiten Halberstädter Eiszeit ist wieder so richtig was los. Die 450 Quadratmeter große Eislaufbahn auf dem Halberstädter Fischmarkt bietet sich nicht nur zum Schlittschuhlaufen an. Sie ist auch das ideale Spielfeld für eine spannende Partie Eishockey. Der Landtagsabgeordnete Daniel Sarata hat diese Gelegenheit genutzt, um spontan ein Team, bestehend aus Halberstädtern aus Politik, Kultur und Wirtschaft, zusammenzustellen. Als Gegner hat er die Harzer Blitzergruppe zu einem Eishockeymatch herausgefordert. Diese Herausforderung hat Danny Behrendt, Gründer der Harzer Blitzergruppe, freudig angenommen und ebenfalls kurzfristig ein Team aufgestellt. Ich glaube, Montag oder Dienstag einen Anruf von Daniel bekommen. Ja, dann haben wir 2 Posts in der Blitzergruppe gemacht und dann ging das relativ flott, dass wir die Leute zusammen hatten. Hatten alle Bock drauf. Wirklich viel Zeit zum Üben hatten die beiden Gruppen jedoch nicht. Gleich nachdem sich die Teams gefunden haben, geht es direkt ab aufs Eis. Also wir haben gestern von Danny erfahren, was los ist, ja, mit dem Wettkampf und haben uns dann spontan entschieden, wir fangen an. Also so eine ganz unvorbereitete Aktion also. Ja. Ja, ein zusammengewürfelter Haufen. Das ist wie wenn eine ganze neue Mannschaft zusammenkommt und einfach zusammengewürfelt wird. Seid ihr denn schon aufgeregt? Ja, sehr. Wird interessant. Das Problem ist, den Gegner einzuschätzen ist schwierig. Wir kennen ihn ja auch nicht. Und ich denke, wir sind trotzdem gut gewaffnet. Dass nicht jeder ein Kufen-Crack ist, kann man schon bei den ersten Schritten auf dem Eis erkennen. Den Mannschaften geht es allerdings sowieso nicht ums Gewinnen, sondern nur um den Spaß. Und wer braucht da schon viel Vorbereitung?
Nee, ist nicht so ganz viel Vorbereitung, aber es geht hier auch um den Spaß und um die gute Sache und schauen wir einfach mal, wie es wird. Ich bin selber nicht der große Schlittschuhprofi, also eigentlich gar nicht, aber ich habe gehört, dass es damals auch schon so ein Turnier gab und da haben wir gedacht, das lassen wir einfach wieder auferleben und mit der Harzer Blitzergruppe haben wir einen coolen Partner, die es geschafft haben, eine Mannschaft zu stellen. Also von daher, warum sollen wir es nicht machen? Spaß ist Spaß. Bist du schon aufgeregt auf das Spiel? Natürlich, jetzt wo wir so schöne Trikots haben, wollen wir uns ja nicht gänzlich blamieren. 5 Minuten vor dem Spiel werden noch schnell ein paar Warmlaufrunden auf dem Eis gedreht. Jetzt noch kurz für die Presse in Pose gehen und schon kann es losgehen. Gespielt wird 2x10 Minuten und geschenkt wird sich nichts. Die Halberstädter Patriots geben direkt Vollgas und gehen bereits in den ersten Minuten mit einem 3:0 in Führung. Das lässt sich die Harzer Blitzergruppe nicht lange gefallen, sie holen auf und bald steht es nur noch 3:2. Zuschauer bekommen eine hitzige Partie geliefert. Einige Spieler schlittern allerdings öfters über das Eis als der Puck. Ein spannendes Hin und Her. Am Ende der ersten Halbzeit steht es vorerst 4:3 für die Halberstadt Patriots. Letztere haben allerdings auch ein Ass im Ärmel. Mit ihrem finnischen Starspieler Juha Koskela machen sie es der Blitzergruppe ziemlich schwer, doch diese zeigt sich auch nach der ersten Halbzeit cool und gelassen, denn immerhin liegen sie auch ohne einen Starspieler nur knapp hinten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit geht es direkt hitzig weiter und wieder fliegen Puck und Spieler über die größte mobile Eisfläche im Harzkreis. Sofort fällt auf, dass sich das Geschehen diesmal hauptsächlich in der Spielfeldseite der Blitzergruppe abspielt. Diese kämpft zwar hart, ist ihrem Gegner zum Ende der zweiten Runde jedoch klar unterlegen. Mit einem finalen Punktestand von 7:3 endet das Spiel zugunsten der Halberstadt Patriots. Viele Spieler werden aufgrund von zahlreichen blauen Flecken noch lange an das Match denken. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Wir hatten in der Anfangsphase wirklich Glück mit den ersten 3 Toren. Dann nach Ende der ersten Halbzeit wurde es nochmal knapp. Da sind der Gegner auf 3:2 rangekommen. Das war echt hart. Dann konnten wir aufs 4:2 erhöhen, 4:3 auf einmal. Und ich schätze, am Ende ist der Blitzergruppe ein bisschen die Luft ausgegangen. Ich muss aber sagen, mein Team war auch einfach top trainiert. Der Teamchef der Harzer Blitzergruppe sieht das allerdings ein wenig anders. Ihm haben sich besonders die Fouls der Patriots eingeprägt. Völlig unfaires Spiel, ja. Die haben hier nachts geübt, ich habe sie gesehen. Das ist erstmal der erste Punkt. Und dann unsere Leute umholzen, den Torwart weggrätschen, ja, und dann das Ding reinschieben. Also, ich hätte das nicht gemacht, ja. Aber ich bin ja auch ein Fairplay-Mensch. Keine Ahnung, wenn die anderen das nicht wollen oder können. Bei dem Gespräch der Teamchefs untereinander werden alle Uneinigkeiten, wie bei den Profis, geklärt. Zudem wird gleich der nächste Termin festgelegt, damit die Blitzergruppe ihre Niederlage wieder ausgleichen bzw. die Halberstadt Patriots ihren Sieg verteidigen können. Herr Zarada, eine Frage habe ich. Warum so unfair? Es war das fairste Spiel, was ich je erlebt habe und das war unsere Mannschaft, die das gemacht hat. Für deine Verhältnisse okay. Aber das klären wir dann bei der Harzer FIFA-Meisterschaft nochmal unter uns. Wenn du endlich auch den elektronischen Sport fair machst, dann ja. Das ist kein Problem. Ja, dann sehen wir. Wir werden sehen. Kriegen wir. Einverstanden.
Alles in einem sind alle Beteiligten zufrieden mit der Veranstaltung. Jeder hatte seinen Spaß und niemand hat sich verletzt. Ja, also die Veranstaltung war ganz geil. Könnte man ruhig öfters machen. Gerne auch mal mit dem RFH zusammen. Blitzergruppe gegen RFH ist eigentlich eine gute Idee, ja? Nein, alles gut soweit. Hat Spaß gemacht. Sowohl von den Beteiligten als auch von den vielen Zuschauern wurde die Aktion sehr gut angenommen. Auch im nächsten Jahr soll es wieder ein Eishockey-Match zur Halberstädter Eiszeit geben. Und wer weiß, wenn die Herausforderung bis dahin noch steht, vielleicht ja auch zwischen dem RFH und der Harzer Blitzergruppe. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt, Ihr 1A-Fachhändler vor Ort, bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode begrüßt Sie zur Stunde der Klassik im Februar. Gemeinsam mit der Solistin Barbara Toppel an der Flöte präsentiert das Ensemble um Musikdirektor Christian Fitzner Werke zur Stunde der Klassik. Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode erwartet Sie am 16. Februar um 19.30 Uhr im Ambiente der Aula des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums in Wernigerode. Karten für die Stunde der Klassik erhalten Sie bei der Touristinformation Wernigerode online auf www.pkow.de und unter der eingeblendeten Telefonnummer. Winterferienaktion an der Talsperre Wendefort. Werfen Sie einen Blick in das Innere der Multifunktionsanlage. Interessante Fakten für Alt und Jung. Bereitstellung von Wasser, Erzeugung von Strom, Schutz vor Hochwasser. In der Zeit vom 5. bis 10. Februar bei 3 Führungen täglich. Tüfteln und Basteln heißt es am Mittwoch, dem 7. Februar in der Halberstädter Stadtbibliothek. Ab 10 Uhr können Bibliothekstüftler ab 6 Jahren mit einfachen Materialien tolle Dinge basteln und mit ein paar Drähten und Batterien zum Leuchten bringen. Die kleinen Kunstwerke können natürlich mit nach Hause genommen werden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die Stadtbibliothek um eine rechtzeitige Anmeldung unter der eingeblendeten Nummer. Der Vogel des Jahres 2018, der Star, ist ein Flugkünstler und Stimmenimitator, der leider immer seltener wird. Kommt am 7. Februar in den Ökogarten in Quedlinburg und erfahrt Interessantes über das Federvieh und hilft mit, einen Starenkasten zu bauen. Beginn ist 10 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Lust am Selbermachen erfreut sich besonders im Winter großer Beliebtheit. Überall werden Schals, Pullis, Socken und Mützen gestrickt oder gehäkelt. Und da es sich in gemütlicher Runde viel besser handarbeiten lässt, lädt Regina Müller vom Bibliotheksförderverein am 8. Februar zu einem Kreativnachmittag in die Stadtbibliothek ein. Beginn ist 15 Uhr. Wolle und flinke Nadeln sollten nach Möglichkeit mitgebracht werden. Alle Interessierten sind am 8. Februar eingeladen, im Ökogarten in Quedlinburg auf eine abenteuerliche Schatzsuche in die Welt der Zauberer, Hexen, Ritter und Prinzessinnen zu gehen. Viele Aktionen, Aufgaben und Fragen sind zu lösen, um am Ende gemeinsam den Schatz zu heben. Treffpunkt ist 10 Uhr im Ökogarten und um eine Anmeldung unter der eingeblendeten Nummer wird gebeten. RFH zeigt, was den Harz bewegt. RFH, einfach näher dran.